geht's Musikanten, jetzt kommt eure Show. Ihr gebt alles, das weiß ich, und das freut uns auch so. Auf geht's Musikanten. Servus und hallo liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, Sie wieder recht herzlich begrüßen zu dürfen zur neuen Ausgabe von Auf geht's Musikant. Und da haben wir etwas ganz Besonderes, nämlich einen Gastgeber. Naja, Name ist Uli Bodenmann, den jeder hier in Wiel kennt. Er ist ja nicht nur ein toller Musiker, sondern auch ein erfolgreicher Komponist. Und der wird uns heute durch seine Heimat führen. Und ich sehe gerade, da kommt er schon. Hallo Uli. Grüß dich, hallo. Herzlich willkommen hier in Wiel. Ja, danke schön. Danke schön für die Einladung. Freut uns, dass wir hier sein dürfen heute in deiner Heimat. Bin schon sehr gespannt und auch unsere Zuschauer zu Hause, was uns du uns heute alles zeigen wirst. Also ich habe mir da einige Plätze ausgesucht, speziell für Wiel. Wir besuchen eine Glasbläserei. Wir gehen in eine alte Windenmacherei aus dem Jahr 1800 und noch älter. Wir werden die Kirche besuchen und rund um Wiel zeige ich dir, was wir alles zu bieten haben. Das Echo hält vor der Alpen häng, vom Sintis bis zu der Ebenalp, fängt Melodie ohne Halt. Über den Kasten im Bollen bis vorbei, überall ist unsere Musik dabei. Eine Pause mach ich mir am See, ab See, weil ohne Quell frisch gehen wir nicht hin. Unser Rhythmus gar ins Blut, von der Socke bis zum Hut. Alle tanzen wacken mit und halten sich mit Musik fit. Unser Rhythmus gar ins Blut, da könnt schon gerne der Gästebuch gut. Wir reissen einfach alle mit, der alte Rock, das ist der Hit. Fuss und Proben gibt's ein Rodelfahrt, auch da sind wir natürlich schon parat. Sind die Fägeri, sind alle vom Hock, mach ich mit im Alpsteerock. Da sind die Stalle in der ganzen Pracht, er steht noch stolz bei Tag und Nacht. Die Landschaft zeigt sich im besten Gewand, am schönsten ist es halt im Appenzellerland. Unser Rhythmus gar ins Blut, von der Socke bis zum Hut. Alle tanzen, wachen mit und halten sich mit Musik fit. Unser Rhythmus gar ins Blut, da könnt schon gerne der Gästebuch gut. Wir reissen einfach alle mit, der alte Rock, das ist der Hit. Also ich muss ehrlich sagen, Uli, diese Fassade ist wirklich sehenswert. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen über dieses Haus? Also über dieses Haus wird sicher der Bürgermeister Felix Moser noch was Genaueres erzählen. Aber nur ganz kurz, dieses Haus ist eigentlich unser Schmuckstück. Ja, das sieht man. Ja, wunderschön, uralt, Wieler. Einfach Wieler. Ja.
mancher von mir denken. Nein, so einfach geht das nicht. Sag ich, hör mir doch mal zu. Tut mir leid, da irrst du dich. Es liegt vieles an uns selber, wenn du's heute mir auch nicht glaubst. Denn ein Sonnenschein auf deiner Seele hat noch immer jedes Eis getaut. Ich bin rundherum zufrieden, ich lieb meine kleine Welt und genieße jede Stunde, weil es mir ein gar nichts fehlt. Ich bin rundherum zufrieden und geb jedem Hals den Rat. Unsere Zeit ist zum Vergeuden, viel zu kostbar und zu schade. Hör doch endlich auf zu grübeln, das tut nur dem Herzen weh. Jedem Kummer, der dich quält, jedem Zweifel sag Ade. Könnte ich dich ein wenig trösten, du, das wär für mich so schön. Denn ich find, du hast so liebe Augen, du, ich möcht sie wieder lachen sehen. Ich bin rundherum zufrieden, ich lieb meine kleine Welt und genieße jede Stunde, weil es mir ein gar nichts fehlt. Ich bin rundherum zufrieden und geb jedem Hals den Rat. Unsere Zeit ist zum Vergeuden, viel zu kostbar und zu schade. Ja, Stefan, Wieler ist ja mein Zuhause, meine Heimat. Und du bist ja aus Arndorf in Oberösterreich. Ja, und was bedeutet dann für dich Heimat? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin auch, genau wie du, sehr, sehr heimatverbunden. Aber was es für mich genau bedeutet, lieber Urli, ich glaube, es ist am besten, das singe ich dir jetzt einfach vor. Freue ich mich. Okay. Zu Hause war, der kennt dieses Glück. Der weiß, was in mir vorgeht, in diesem Augenblick. An keinem anderen Ort auf dieser Welt, da wird mein Herz jemals glücklicher sein. Denn hier bin ich geboren, endlich bin ich daheim. Ich liebe meine Heimat, seit ich das Licht der Welt erblickt habe. Von hier fortzugehen, das wird nie mehr. Ich liebe meine Heimat, mein Herz ist hier zu Hause. Und wenn das Schicksal es bestimmt, solange ich auf Erden bin, die ganze Welt einmal zu sehen, war mein größter Traum.
Kaum war ich in der Fremde, da wollte ich zurück. Mit jedem Tage, der nicht verging, da wuchs die Sehnsucht in mir immer mehr. Ich weine tausend Tränen, jetzt bin ich wieder hier. Ich liebe meine Heimat, seit ich das Licht der Welt erblickt hab. Von hier vorzugehen, das wird nie mehr geschehen. Ich liebe meine Heimat, mein Herz ist hier zu Hause. Und wenn das Schicksal es bestimmt, solange ich auf Erden bin, ich liebe meine Heimat. Das wird nie mehr geschehen. Ich liebe meine Heimat, mein Herz ist hier zu Hause. Ja, Uli, jetzt hast du uns ja schon einiges gezeigt von deiner wunderschönen Heimat Wila. Aber was ich jetzt gerade hier sehe, eine Glasbläserei. Das ist die Glasbläserei Buri, ein Familienbetrieb, eigentlich weit und breit die einzige Glasbläserei hier in Wila. Mhm. Und was sehr interessant ist, und ich glaube, wir gehen mal hoch und schauen uns das näher an. Das würde ich vorschlagen. Schauen wir uns das gemeinsam an. Liebe Zuschauer, ich lade Sie dazu recht herzlich ein. Das ist sicher interessant. So, jetzt, Uli, sind wir schon, wie man sieht, angelangt in der Werkstatt von der Glasbläserei Buri. Und ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir gleich einmal zum Chef des Hauses. Vielleicht, dass er uns da ein bisschen was zeigen könnte. Ja, liebe Zuschauer, das ist der Chef des Hauses, der Herr René Buri. An dieser Stelle begrüße ich Sie ganz herzlich und freue mich, dass wir kurz bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Herr Buri, eine Frage hätte ich natürlich an Sie schon. Wie lange gibt es Ihren Betrieb schon? Ja, das geht ungefähr knapp 40 Jahre. 40 Jahre? Und wie viele Mitarbeiter haben Sie beschäftigt? Ja, das ist zeitweise mehr und zeitweise weniger. Jetzt zur Zeit sind wir um 5 Personen. So. Ja. Und wie man sieht, wird hier sehr, sehr fleißig gearbeitet, was uns natürlich sehr interessieren würde, wie Sie das machen. Würden Sie uns das kurz ein bisschen demonstrieren? Also wir arbeiten hier an der Lampe, beim Brenner, sagen wir, der Lampe. Und wir verarbeiten eigentlich Glasrohre hier. Wir hier in Wila, wir machen mehr Geschenkartikel. Bekannt sind unsere Hühner, weltweit bekannt wirklich. Ja, wir machen die aus den Rohren, wie man hier sieht. Und das wird auch dekoriert, aufgenommen und geblasen. Und einen großen Vorteil hat natürlich Ihre Arbeit auch. Ihnen wird sicher nie kalt werden, oder? Kalt werden? Hier? Oh nein, Gottes Willen. Das ist ideal, aber wenn es dann jetzt warm wird nächste Woche, dann ist nicht mehr schön. Ja, ist zu warm. Ja, Herr Buri, dann sage ich ein herzliches Dankeschön für Ihre Information und für Ihre Demonstration Ihrer Kunst. Und ich würde sagen, lieber Uli, jetzt machen wir wieder Musik. Einmal in Rom sein, das wünscht sich doch jeder. Ich hab schon ewig davon nur geträumt. Dann ging ein Wunschtraum für mich in Erfüllung. Bella Italia, hab so viel versäumt. Dann hab ich dich in der Via Condotti lässig beim Brummen gesehen. Madonna, die schickte der Himmel zu mir. Ein Mann so stark und so schön. In deinen Augen lag Dolce Vita, im Herzen lag Sonne und Licht. Den schönsten Mann, den ich je gesehen hab, vergess ich ein Leben lang nicht.
der spanischen Treppe ging bald gar nichts mehr. Sie schaute nur uns hinterher. In deinen Augen lag deutsche Vita. Ich liebte das alles so sehr. Ein Bild von dir in den Top-Journalen, das hätte den Umsatz verdoppelt bestimmt. Und voller Stolz lag ich in deinen Armen, mit unseren Haaren, da spielte der Wind. Der rote Wein, eine Handvoll Oliven, Verliebte, die brauchen nicht viel. Madonna, die schickte der Himmel zu mir, ein Fest für mein Herzgefühl. In deinen Augen lag deutsche Vita, im Herzen lag Sonne und Licht. Den schönsten Mann, den ich je gesehen hab, vergess ich ein Leben lang nicht. Auf der spanischen Treppe ging bald gar nichts mehr, sie schaute nur uns hinterher. In deinen Augen lag deutsche Vita, ich liebte das alles so sehr. Sonne und Licht, den schönsten Mann, den ich je gesehen hab, vergess ich ein.
Juli, wenn wir schon bei dir in deiner Heimat zu Gast sind, möchte ich dich natürlich auch fragen, wie lange bist du eigentlich schon in Wieler? Bist du hier geboren oder bist du zugezogen oder wie ist so deine Lebensgeschichte? Also ich bin ja eine Mischung. Ich bin aufgewachsen im Fürstentum Liechtenstein. Aha. Meine Mutter war Steirerin. Der Vater kam aus Österreich. Aus Österreich. Mein Vater ist Appenzeller. Mhm. Und jetzt habe ich mein Paradies hier in Wieler gefunden. Ja, liebe Zuseher, jetzt stehe ich gerade vor dem Gemeindeamt hier in Wieler und an meiner Seite der Gemeindepräsident, Herr Felix Moser. Herzlich willkommen zu Auf geht's Musikanten und danke, dass wir in Ihrem Ort drehen dürfen. Ja, sehr gern geschehen. Ich freue mich auf das Interview und freue mich auf euren Film. Wie lange sind Sie hier in Wieler schon Gemeindepräsident? Ich habe jetzt deswegen Bürgermeister gesagt, weil bei uns in Österreich sagt man ja Bürgermeister, aber bei Ihnen in der Schweiz heißt es Gemeindepräsident, gell? Ja, ich bin erst vor kurzem gewählt worden zum Gemeindepräsidenten, genau am 30. März. Also seither bin ich im Amt, habe aber vorher schon 12 Jahre im Gemeinderat war ich tätig. Aha. Herr Moser, was mich interessieren würde, ich habe gesehen, in Ihrem Gemeindewappen von Wieler sind 3 Kreise eingezeichnet. Ja. Was ist das eigentlich oder was bedeuten die 3 Kreise? Die 3 Kreise bedeuten die 3 Landenberger Stämme. Es hat rund um Wieler 3 Landenberger Burgen. Und diese 3 Landenberger Burgen sind verkörpert durch diese 3 Kreise in unserem Wappen. Also sind eigentlich die Burgen die Markenzeichen vom Wappen eigentlich sozusagen? Das kann man sagen, ja. Und wie viele Einwohner hat Ihr Dorf? Unser Dorf hat knapp 2000 Einwohner, 1940 Einwohner. Mhm. Was ich noch gerne wissen möchte von Ihnen, mit Tourismus. Wie sieht es eigentlich hier in Wieler mit dem Tourismus aus? Wir haben natürlich ein
sehr schönes, sehr breites, ja, hügeliges Naherholungsgebiet. Und die Touristen, die spüren wir vor allem am Wochenende, wenn sie mit dem Zug am Bahnhof aussteigen, direkt losmarschieren oder mit dem Postauto ein bisschen in die Höhe fahren und dort Touren unternehmen. Das ist mit Abstand unser haupttouristischer Zweig. Ja. Und Zürich ist ja von Villa gar nicht weit entfernt, oder? Zürich ist kilometermäßig etwa 40 Kilometer entfernt. Mit dem Auto ist man über die Autobahn in 20, 25 Minuten dort. Aber, und das ist wirklich eine sehr schöne Neuigkeit, da bin ich sehr stolz auch für Villa, ab 2018 haben wir direkte Zugsverbindung, Zugsanschluss nach Zürich, ohne Umsteigen via Winterthur. Also kann man dann sagen, ist ja dann Villa eigentlich sehr, sehr gut zum Bereisen, zum Anreisen, weil wenn man sagt, Zürich ist 40 Kilometer entfernt, entweder mit dem Flieger oder mit dem Zug, dann also ist es eigentlich, liegt es sehr, sehr gut. Ja, Villa liegt wirklich sehr, sehr gut. Da kann ich nicht nur Zürich erwähnen. In Winterthur sind sie in einer Viertelstunde mit Zug oder Bahn. Ja. Wetzikon, Uster, Pfäffikon, eher im Oberlandgebiet gelegen, sind auch in der kürzester Zeit erreichbar. Also Villa liegt sehr zentral. Ja. Herr Muser, dann sage ich ein herzliches Dankeschön für das nette Gespräch. Und liebe Zuschauer, ich bin mir fast sicher, dass Sie jetzt Gefallen gefunden haben an dem wunderschönen Dorf Villa. Und würde vorschlagen, überzeugen Sie sich doch einfach mal selbst und kommen Sie vorbei. Ich glaube, der Herr Gemeindepräsident würde sich freuen. Natürlich. Herzlich willkommen, jeder Mann und jede Frau. Dankeschön. Ja, liebe Zuseher, dann würde ich sagen, jetzt geht's wieder weiter mit Musik. Nach dir gesucht,
Liebe und Leidenschaft. Amor hat ganz genau gezielt. Uli, wir beide kennen uns ja jetzt mittlerweile schon ein paar Jährchen und ich weiß ja, dass du mit Leib und Seele ein richtiger Musikant bist. Aber in Anführungszeichen nicht nur ein Musikant, sondern auch, kann man echt sagen, ein erfolgreicher Komponist. Komponieren, das ist mir im Blut. Ich mache das gerne, ich schreibe gerne, ich texte gerne. Und nicht nur für mich, auch für andere Interpreten. Ja. Ich habe ja auch schon für Blasmusik geschrieben, für Männerchöre. Und da ist eigentlich die ganze Palette drin, alles rund um Musik. Ja, und ein sehr, sehr namhafter Wettbewerb, der ja jedes Jahr stattfindet. Da bist du auch schon sehr erfolgreich gewesen, als Komponist und auch als Sänger. Das ist der Alpen Grand Prix, der jedes Jahr das Finale im Iran stattfindet. Mhm. Da hatte ich bis jetzt dreimal mitgemacht und war dreimal dabei. Und hoffentlich dieses Jahr wieder. Ja, ich drücke dir die Daumen jedenfalls. Ja, das ist für uns Komponisten ein sehr wichtiger Event, weil das ist der einzige Event, wo wir uns einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können. Genau. So soll es auch sein. Ne? Ja, dass nicht nur immer die Sängerinnen und Sänger im Vordergrund stehen, sondern natürlich auch die Komponisten. Denn ohne Komponist gäbe es keine Lieder. Ne? Ja. Ja, genau. Ja. Ich würde sagen, Uli, jetzt packen wir es wieder mit dem nächsten Titel, oder? Ja, sehr gerne. Schweizer Käse und die Schweizer Uhr, die Schweizer Schokolade und den Rütti-Schwur, den Federer im Tennis, den Friedrich Dürrenmatt. Doch das ist doch nicht alles, was die Schweiz zu bieten hat. Hollo Tirol, Hollo Tirol, Hollo Tirol. Die schönsten Jodler, die man kennt, sind alle made in Switzerland. Sie werden mit Liebe hergestellt, dann schicken wir sie um die Welt. Die schönsten Jodler, die man kennt, sind alle made in Switzerland. Roter Grund und weißes Kreuz, das steht für die Musik aus der Schweiz.
Uli, während unseres Spaziergangs durch deine Heimat habe ich gesehen, ihr habt ja eine sehr, sehr schöne Kirche. Wir vorschlagen, die schauen wir uns jetzt einmal an, oder? Ja, da freue ich mich, dir diese Kirche zeigen zu dürfen. Okay, sehr gerne. Ja, liebe Zuschauer, jetzt darf ich ganz herzlich begrüßen die Pfarrerin der reformierten Kirchgemeinde Wieler, Frau Heidi Noll. Herzlich begrüßen. Ja, grüezi. Grüezi, ja, genau wie man es bei Ihnen in der Schweiz sagt. Frau Noll, zuerst einmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch jetzt. Und möchte Sie natürlich fragen, ob Sie uns eine Geschichte bzw. die Entstehung von Ihrer Kirche erklären oder erzählen könnten. Ja, also erstmal ist ja diese Dorfkirche hier, die sehr alt ist, so ein Wahrzeichen von Wieler auf dem Hügel hier oben. Diese Kirche ist 1979, 1980 renoviert worden und bei dieser Renovation ist auch die Baugeschichte dann zutage gekommen. Eine ganz spannende Geschichte, also man hat den Boden ersetzt und hat alte Holzpfostenabdrücke gefunden, hat gemerkt, oh, da ist etwas sehr alt, hat sich dann nach Zürich gewandt und dann sind Archäologen gekommen und haben die Baugeschichte dieser Kirche dann zutage befördert und rekonstruiert. Also es gab mal eine alte Holzkirche hier auf dem, genau, bevor die gemauerte Kirche hier gestanden hat, aus Stein, war hier eine alte Holzkirche, vermutlich auch mit Schilf oder Ried abgedeckt, aus dem 7. Jahrhundert, also das ist wirklich die Zeit der Anfänge des Christentums hier im Tal. Und die ist dann später ersetzt worden, eben durch eine Steinkirche. Das muss man sich aber nicht so vorstellen, wie heute Kirchen aussehen, sondern es war einfach ein gemauertes Rechteck, eine sogenannte karolingische Saalkirche, wie das eben im 9. Jahrhundert zur Zeit Karls des Großen üblich war, die Kirchen zu bauen. Also der Platz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der ist immer der gleiche geblieben. Der Platz ist immer der gleiche geblieben. Nur die Bauweise wurde immer anders. Genau. Also dieser Hügel hier, der hat sich wohl sehr früh als sakrale Stätte angeboten und ja, man kann vermuten, darüber weiß man nichts, dass vielleicht auch etwas Vorchristliches hier schon, dass vielleicht schon eine vorchristliche Kultstätte hier gegeben hat. Was ich gerade gesehen habe, Sie haben ja eigentlich eine ganz, ganz schöne Wandmalerei oder wie sagt man so? Fresken sind das. Gibt es da auch eine besondere Geschichte dazu? Ja, also vielleicht könnten wir mal hier zu dem Chor gehen. Genau, also diese Fresken, die sind freigelegt worden, auch während dieser Kirchenrenovation 1979, 1980. Und hier die Fresken, die sind so um 1300 entstanden. Und da haben wir eine Darstellung von Christophorus. Frau Noll, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Geschichten, die Sie uns erzählt haben über Ihre Kirche und wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute und sage nochmal ein herzliches Dankeschön im Namen vom gesamten Team. Schloss von Sanssouci. Wenn du lächelst, weht der Bergwind in die Glut der Fantasie. Unergründlich sind die Augen, denen ich ergeben bin. Und am Abend, wenn ich träume, schlägt mein Herz sich vor dir hin. Madonna Romantica, mit ihrem Mund und Engelshaar. Madonna Romantica,
machst du die schönsten Träume wahr. Madonna Romantica, der Himmel war noch nie so nah. Madonna Romantica, Gefühle sagen ja. Bei dem Fest der weißen Rosen nahm ich dich in meinen Arm. Über uns ein Meer von Sternen, ich denk heute noch daran. Und zieht einmal in den Bergen über Nacht der Winter ein. Dann ist Liebe wie die Sonne, ich lass dich nie mehr allein. Madonna Romantica, mit Erdbeermund und Engelshaar. Madonna Romantica, machst du die schönsten Träume wahr. Madonna Romantica, der Himmel war noch nie so nah. Madonna Romantica, Gefühle sagen ja. Madonna Romantica, mit ihr der Mond und Engelshaar. Madonna Romantica, machst du die schönsten Träume wahr. Madonna Romantica, der Himmel war noch nie so nah. Madonna Romantica, Gefühle sagen ja. Madonna Romantica, Gefühle sagen ja. Ja, liebe Musikfreunde, wie Sie sehen können, hinter uns befindet sich jetzt wirklich ein sehr, sehr schönes Gebäude. Uli, kannst du uns darüber da etwas erzählen? Wir sind hier im Kurhotel Gierenbad. Dieses Kurhotel wird seit 3 Generationen von der Familie Kunz geführt und steht aber schon seit 1364. Seit 1364. Wenn man sich dieses Gebäude so anschaut, glaubt man gar nicht, dass es schon so alt ist, aber noch sehr, sehr gut gehalten. Es wird gepflegt. Es wird sehr gepflegt, ja, das stimmt. Und ist das jetzt ein Gasthaus oder wirklich noch ein Kurhaus, wo man richtig Urlaub machen kann und sich verwöhnen lassen kann? Also verwöhnen kulinarisch. Mhm. Früher war es mal ein Kurhaus mit Bädern und so, da sind wirklich die Stadtleute aufs Land gekommen, haben gekurt, haben sich es gut gehen lassen. Mhm. Und heute ist es eigentlich ein Treffpunkt für Fahrradfahrer, ja, für Wanderer. Und es ist gemütlich hier, man ist weg von der Straße, ja, man ist in der Natur und zum Genießen. Ist aber auch nicht weit weg von Wila, oder? Nee, es ist mit dem Auto circa 5 Minuten. 5 Minuten. Das ist mir sowas von egal. Ich bin nicht immer der Realist. Ein bisschen Träumer schon sein. Weiß genau, was ich will, fall auf dummes Gerede nicht rein. Ein Schritt zurück ist ein Schritt zum Ziel. Manchmal braucht es gar nicht viel. Ehrliche Freunde, gerade darum Vorsicht und Augen auf. Das ist mir so.
Kannst du uns ein bisschen etwas erzählen über Wieler? Ja, Wieler hat ein Motto, das heißt Wieler, liebenswert, lebenswert, und das stimmt so. In Wieler zu wohnen, in Wieler sein zu dürfen, ist was Schönes. Wir haben tolle Leute hier, Macher, Leute, die anpacken. Ja. Wie zum Beispiel am letzten Wochenende hatten wir ein riesengroßes Schwingfest, das kantonale Schwingfest mit über 5000 Zuschauern. 5000 Zuschauer. Und ja. Wieler hat das auf die Beine gestellt. Ja. Und da gibt es noch viele andere Sachen. Wir sind kulturell sehr stark, ja, haben einen guten Kulturverein. Und was mir aufgefallen ist, hier in Wieler sind wirklich sehr, sehr nette Menschen zu Hause. Das kann man wirklich sagen. Ja, das stimmt so. Und darum fühle ich mich auch hier so wohl. So soll es auch sein. Und Alltagsgrau, ganz egal wohin ich schau, überall steckt immer ein bisschen Schmerz. Aber du findest hier diese kleine Melodie, irgendwie verzaubert sie dann dein Herz. Auf dich fürs
nach Macht und Geld. Und ein Wort, das dann nicht hält. Ja, wir sind vom Leben maßlos enttäuscht. Doch jedes Lied im Ohr macht es besser als zuvor. Und du nimmst die schweren Sachen ganz nah. Und jetzt sind wir im Gästehaus zum Tulpenbaum. Da gibt es etwas ganz Spezielles. Lieber Uli, was hast du dir da wieder einfallen lassen für uns? Ja, die Schweiz ist ja nicht nur bekannt von ihren Schokoladen, Taschenmessern oder Uhren. Wir haben auch ein sehr, sehr feines Käsefondue, aha, zu dem ich euch heute und natürlich Andrea Wirth mit ihren Sängerfreunden einlade. Ja, da sind wir schon sehr gespannt drauf. Mhm. Vom Fenster aus ins Heimatland hinaus. Geht mir voll Dankbarkeit und Glück das Herz weit auf. Der Wald, der blaue See, am Fels der Gipfel Schnee. Geschenk aus Gottes Hand ist mein liebes Heimatland. Jo, lo, lo. Glücklich bin. Mit jedem Atemzug kann ich dort Heimat spüren. Yolo, 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 yol
Ja, Stefan, wie man sieht, schmeckt es unseren Gästen wirklich, das sieht man. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst als Käseliebhaber bekomme auch schon Hunger. Aber kannst du uns eventuell verraten, wie bereitest du diese Schweizer Spezialität eigentlich vor? Also was es natürlich braucht, sind Rohmilchkäse, gute, reife Rohmilchkäse. Traditionell es kommt ja eher aus der Westschweiz, hat es Gruyère und Friburger Waschrein drin. Aber wir hier in der Ostschweiz und speziell im Zürcher Oberland haben so fantastische Rohmilchkäse-Spezialitäten, dass wir das also durchaus mit diesen, mit unseren Käsen sehr gut machen können. Mhm. Aber prinzipiell kann man das aber mit verschiedenen Käsesorten machen, genau. Oder? Also man eine Mischung aus diversen reifen Rohmilchkäsen. Mhm. Und das können ganz verschiedene Käse sein. Das funktioniert immer. Was es dann braucht, ist einen spritzigen Weißwein und etwas Stärke, also Maizena oder Kartoffelstärke, einfach so die bekannten Stärken. Also genau. Rotwein ist da eher nichts dazu, oder? Eher weniger Rotwein. Man kann es auch mit anderen Flüssigkeiten machen, zum Beispiel es gibt das Bierfondue, man kann ein spezielles Bier nehmen oder man kann auch einen sauren Most nehmen. Aha. Genau, das funktioniert das auch mit anderen Flüssigkeiten. Wahnsinn, interessant. Dann macht man das langsam, man mischt das alles miteinander und wärmt das langsam auf. Und das ist eigentlich so fast das Wichtigste, dass man es wirklich langsam aufwärmt. Ja. Wie lange dauert es so in der Regel, bis das Condü essfertig ist? Etwa 10 Minuten. Aha. Ah ja. Na gut, der Käse braucht ja nicht allzu lange, um zu schmelzen. Ganz genau, aber nicht alle Komponenten schmelzen gleich schnell unter der Hitze und dann man muss es einfach etwas langsam machen. Also Kochherd nicht gerade auf 10 stellen, sondern gemütlich. Ja. Stefan, bei dir kann man ja nicht nur ein hervorragendes Käsefondue verkosten, sondern bei dir kann man auch Käse kaufen, oder? Ja genau, wir vertreiben ausschließlich Rohmilchkäse aus gewerblichen Käsereien. Das heißt, es sind alles Käse, die aus einer Milch hergestellt werden, wo die Kühe keine Silage als Futter erhalten haben. Nicht, dass diese Milch schlecht wäre, aber es funktioniert einfach nicht mit Rohmilchkäsen. Mhm. Und das unterscheidet uns von der Industrie. Ja. Also in der Industrie. Also das ist der Geschmack ganz anders. Ganz genau. Ja. Das gibt ganz andere Aromentwicklungen. Man kann die Käse viel länger ausreifen. Sie sind wirklich dann auch, bekommen kräftige Aromen. Die Aromavielfalt ist eigentlich fast unbegrenzt. Ja. Stefan, was mich noch interessieren würde, bei dir können auch durchaus Gäste kommen, um Käsefondue zu speisen, Käse zu kosten, natürlich ein gutes Glas Wein dazu und bei dir richtig wohl zu fühlen, oder? Ja, genau, das ist wunderbar, die Kombination Gästehaus, also übernachten mit einem tollen Frühstück, mit regionalen Spezialitäten und natürlich vorher zum Nachtessen ein Fondue oder Raclette ist ja auch eine Spezialität oder wunderbaren Käsebuffet, wo alle diese Spezialitäten dann zur Verfügung stehen. Ja, das ist möglich. Wunderbar. Stefan, mein Hunger wird immer größer. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt dazu, werden mitessen und würde sagen, ein guter Miteinander, wie man bei euch in der Schweiz sagt, oder? Genau, ein guter Miteinander. Genau. Ja, liebe Zuschauer, wie man sieht, die Runde wird immer größer. Sogar das Team von Raigo TV nimmt jetzt Platz und darf an dieser Köstlichkeit teilnehmen. Und ich bin leider der Letzte. Thank you.
hier zum Spielen in den Wald. Auf Bäume klettern, das war toll, die Natur gab mir stets Halt. Und später dann, da wurde ich ein Holzhandwerkgeselle. Dies edle Gut gibt mir so viel, sie ist meine Lebensstelle. Das grüne Gold durchs Leben mich mit Sinn. Und kommt der Tag, der Herrgott ruft, geb ich die Hand voll Stolz. Denn so wie auch die Wiege ist das letzte Haus aus Holz. Ja, ich wünsch mir eine Nacht, wo der Mond für uns liegt.
diesen Wunsch niemals vergessen. Denn ich hab ein Bild in mir, ganz tief in mir. Ich wünsch mir eine Nacht, wo der Mond nur für uns beide lacht. Es wäre einfach wunderbar, wär er nur für uns alleine da. Könnten wir in seinem Schein unter Sternen glücklich sein. Ja, ich wünsch mir eine Nacht, wo der Mond für uns nur lacht. Ja, ich wünsch mir eine Nacht, wo der Mond für uns nur lacht. Auch mal den Regen von vorne ins Gesicht. Den Weg gleich aufzugeben, das gehört sich einfach nicht. Nimm dir ein gutes Beispiel in unserer Vogelwelt. Da gibt es einen Kleinen, für den nur Härte zählt. Jetzt erst recht, sagt der Specht, jetzt erst recht. Und klopft an den Eiffelturm, da ist ganz bestimmt ein Wurm. Jetzt erst recht, sagt der Specht, jetzt erst recht. Auch wenn ich es kaum da schnauf, jetzt erst recht, sagt der Specht. Wenn's mal hart wird, gib nie auf. Man hat schon oft gesehen, wer dran bleibt, wird belohnt. Und mancher hat sich selber am wenigsten geschont. Das Glück soll doch schon immer dem Tüchtigen gehören. Und wenn mal was nicht gleich geht, dann soll's dich auch nie stören. Jetzt erst recht, sagt der Specht, jetzt erst recht. Und klopft an den Eiffelturm, da ist ganz bestimmt ein Wurm. Jetzt erst recht, sagt der Specht, jetzt erst recht. Auch wenn ich es kaum da schnauf, jetzt erst recht, sagt der Specht. Wenn's mal hart wird, gib nie auf. Erst recht. Und klopft an den Eiffelturm, da ist ganz bestimmt ein Wurm. Jetzt erst recht, sagt der Specht, jetzt erst recht. Auch wenn ich es kam, da schnauf, jetzt erst recht, sagt der Specht. Wenn's mal hart wird, gib nie auf. Wenn's mal hart wird, gib nie auf. Ja, lieber Uli, wir sind leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei dir im Namen des gesamten Teams ganz, ganz herzlich für deine Einladung, dass wir bei dir zu Gast haben sein dürfen und für deine Gastfreundlichkeit und für dein ganzes Bemühen, was du für diese Sendung getan hast. Das war doch selbstverständlich und es hat mich total gefreut, euch wieder zeigen zu dürfen. Und Sie, verehrtes Publikum, sollten Sie mal Lust haben, haben wir Sie lustig gemacht auf Wieler, dann kommen Sie einfach vorbei. Wir würden uns freuen. Genau. Und liebe Zuschauer, das war's für heute mit Auf geht's Musikanten aus Wieler. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Auf geht's Musikanten. Bis dorthin, alles Liebe. Ihr Stefan Lucker und Ihr Uli Bodenmann. Auf geht's Musikanten, jetzt kommt eure Show. Ihr gebt alles, das weiß ich, und das freut uns auch so. Auf geht's Musikanten, ihr schenkt uns Musik, die geht uns zum Herzen und bringt immer das Glück.